wunderschönen guten Tag, Freundchen. Das ist schon Smartphone-Kunst. Ich grüße euch. Heute habe ich für euch im Test das Qbot King Kong X. Ja, es ist ein weiteres Outdoor-Smartphone. Die sind ja gerade bei den kleineren Herstellern voll im Trend. Und nicht nur das. Wir haben ja auch wieder ein Smartphone mit einem zweiten Display. Auch das ist Trend. Auch das finde ich geil. Es sind im Moment auch nur die kleinen Marken, die sowas an den Start bringen. Keine Ahnung warum. Denn es handelt sich auch hierbei wieder um ein Touch-Display. Das heißt hier vor allem, wir können die Hauptkamera bedienen. Ja, wir haben hier tatsächlich auch einen Kalender. Ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Wir bekommen natürlich auch Benachrichtigungen gepusht. Haben nochmal hier die Uhrzeit und den Akkuladezustand. Aber können eben hier auch die Kamera aufrufen und können somit mit der 100-Megapixel-Kamera hier auch Selfies knipsen. Gelistet ist das Qbot King Kong X bereits bei AliExpress. Aktuell für 387 Euro. Allerdings soll das gute Stück hier zwischen dem 23. und 25. Juli nur 199 Euro kosten, Freunde. Und das wäre wirklich ein ziemlich krasser Preis, wenn man bedenkt, was das Datenblatt hier hergibt. Ich verlinke euch das Qbot King Kong X wie immer unten in der Videobeschreibung. Aber kommen wir jetzt erstmal zum Datenblatt. Als SoC kommt hier der MediaTek Dimensity 7050 zum Einsatz. Der kann 5G und bringt auch schon einiges an Leistung mit. Wir haben sonst immer den G99. Hier bekommen wir aber ein bisschen mehr. Zumal dem nämlich hier 16 GB Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Und das ist erheblich. Das ist eigentlich mehr, als wir tatsächlich in ein Smartphone brauchen. Aber hier braucht man tatsächlich um die Zukunftssicherheit in Bezug auf den Arbeitsspeicher nicht zu diskutieren. Wir reden tatsächlich von echten 16 GB Arbeitsspeicher. Ja, wie immer kann man ja virtuell draufrechnen. Das wird ja auch gern gemacht. Und da kann man den Arbeitsspeicher noch künstlich auf 32 GB aufblasen. Völliger Blödsinn. 16 GB, das ist ja ein absoluter Flaggschiff-Ausbau. DDR5, dazu 256 oder wahlweise 512 GB UFS 3.1 Festspeicher. Also in dem Preisbereich auf jeden Fall ja jede Menge Performance und ein unglaublich starker Speicherausbau. Das Display ist natürlich ein 120 Hertz Panel LCD IPS mit einer Auflösung von 2408x1080. Also Full HD Plus, IPS 120 Hertz, absolut solide. Kamera-Setup, ich hatte es ja schon angekündigt. Wir haben eine 100-Megapixel-Hauptkamera, flankiert von einer 5-Megapixel-Makro-Kamera und einer 0,3-Megapixel-Kamera, wo selbst der Hersteller im Datenblatt hier keine Funktion genannt hat. Frontkamera befindet sich hier in einer Tropfen-Notch und die löst mit 32 Megapixel auch recht hoch auf. Wir können in 4K filmen mit Hauptkamera mit 1080p mit der Frontkamera. Stabilisierung gibt es hier leider nicht. Konnektivitäten, ja, wir haben natürlich 5G. Gibt aber auch 4G inklusive Band 20. Es werden überhaupt unglaublich viele 4G-Bänder unterstützt. NFC ist dabei. Wir haben Wi-Fi 6, 2,4 und 5 GHz, AX und Bluetooth 5.1. Der Akku ist natürlich wieder brutal, hier mit 10.200 mAh und kann mit 33 Watt über USB-C doch relativ schnell geladen werden. Als Betriebssystem läuft Android 14. Die Akkukapazität, die geht natürlich wie immer dann hier zulasten der Gerätestärke und des Gewichts. Da haben wir nämlich 18,7 mm, wenn wir uns das Gerät hier im Profil anschauen, und 388 Gramm. Ist natürlich längst nicht das schwerste Smartphone, was ich hier jemals in meiner Hand gehalten habe, aber es ist doch schon recht vernünftig und es ist natürlich ein Outdoorer. Das bedeutet, wasserdicht nach IP68, aber auch nach IP69K und der Militärstandard 810 habe ich hier erfüllt. Allerdings überprüft das wie immer der Hersteller selber. Deshalb erwähne ich es eigentlich nicht. Der Hersteller gibt jedoch an, dass wir das Gerät aus einer Höhe von 1,5 Meter auf den Boden werfen können, ohne dass das passiert. Es ist natürlich staubdicht. Das gibt aber schon der IP-Standard hier her, nämlich die 6 in der 68 oder 69K und 30 Minuten unter Wasser. Aber auch das ist hier eben in der IP69K-Zertifizierung ja schon mit enthalten. Aber wir sehen, hier wurde natürlich wieder viel Material verbaut. Wir haben verstärkte Kanten. Wir haben natürlich ein Display, welches tiefer ist als der Rahmen. Auch eine Display-Schutzfolie schon vorinstalliert. Es ist eben wasserdicht. Und das in Verbindung mit dem erheblichen Gewicht qualifiziert natürlich hier auch das Qbot King Kong X wieder als klassischen Outdoorer. Wobei, man muss sagen, es geht noch. Also wie gesagt, wir hatten es schon dicker, wir hatten es aber auch schon schwerer gehabt. Das wird aber meist bestimmt von der Akkukapazität. Da sind wir hier so im mittleren Bereich. Wer warten möchte, ich habe hier noch ein Video dann über das King Kong Ace 3. Wir sehen, das ist wesentlich schlanker. Immer noch ein Outdoorer. Da hat Qbot eigentlich für jede Hosentasche etwas. Nicht jeder hat ja seinen Gürtel fest genietet. Machen wir mal noch ein fixes Unboxing. Also wenn man das Telefon dann wirklich ab 23. Juli für 199 Euro bestellen kann. Das wäre schon wirklich sehr, sehr stark. SIM-Nadel ist dabei, Ausweisung ist dabei und da ist hier Tempered Glass auch nochmal im Ersatz. Ein Ladegerät ist dabei und ein Ladekabel. Hier USB-C auf USB-C, demzufolge auch ein USB-C-Ladegerät. Hier dann auch mit den 33 Watt Max
Also, wie immer, ein recht großzügiger Lieferumfang. Ihr habt jetzt schon einige Einspiele hier zu dem Gerät gesehen. Sieht recht schmuck aus. Wir haben ja dieses riesige Metallelement. Wir haben auch an den Seiten nochmal Metallapplikationen, die so reingeschraubt wurden, ob die zahlreichen Schrauben auch Sinn und Zweck haben. Das haben wir da hingestellt, Simschlitten hier unter einer Kappe, damit der Spaß auch wasserdicht ist. Außerdem haben wir hier noch so einen kleinen Taster, total niedlich. Das ist nicht der Power-On-Taster. Der Power-On-Taster, der ist hier rechts unter der Lautstärke-Wippe. Sitzen soweit gut im Gehäuse. Eine kleine niedliche Taster hier ist frei belegbar. Und oder aktiviert das Display. Das ist jetzt hier ein Watchface. Da gibt es mehrere, die könnt ihr euch dann aussuchen. Das Ganze lässt sich also ähnlich individualisieren hier wie eine Smartwatch. Ja, und ist eben ein Touchscreen, also ultra sexy. Ihr könnt ja hier zum Beispiel auch euren Musikplayer steuern. Wenn ihr Musik hört, ist das auch echt praktisch, ohne dass ihr immer das Hauptdisplay bemühen müsst, ohne dass ihr denn da den Musikplayer aufrufen müsst. Hier ist halt ein Widget, flankiert dann hier von den drei Kameras. Sieht aus wie vier, aber hier haben wir einen LED-Flash. Hier ist noch ein ganz kleines Element, ein orangenes. Ja, sieht soweit recht solide aus. Hier ist dann der Lautsprecher. Auf der oberen Seite haben wir nichts. Die Kamera, wie erwähnt, ist dann hier in einer Punch-Hole. Drüber ist noch die Hörmuschel. Von der unteren Seite USB-C hier unter einer Kappe, damit es wasserdicht ist. Und wir haben hier auch noch mal eine Öse für eine Handschlaufe. Die ist an sich nicht dabei. Dürft auch mit gängigen Handschlaufen aus euren lokalen Handschlaufen-Store kompatibel sein. Könnt ihr euch das Teil dann so ganz locker ums Armgelenk schnallen. Android 14, einen großen und ganzen Stock, eine Hersteller wie Qbert, die machen da nicht viel dran. Das bedeutet, pures Android hat den Vorteil, hier ein App-Drawer, keine Bloatware, das sind nur die Android-Apps und das, was ich eben noch so installiert habe. So, wir kommen hier auf eine maximale Helligkeit von ungefähr 650 Lux und das ist auf jeden Fall vernünftig. Da kann die Sonne auch schon mal auf das Display scheinen und man kann das Display auch noch ablesen. Ist in dem Preisbereich mehr als angemessen. Sichtbare Schärfe, Helligkeit hatten wir ja gerade, auch so die Blickwinkel seit dem IPS-Panel und vor allem auch die Farbwiedergabe hier auf jeden Fall ganz vernünftig. Also es ist ein ziemlich solides Display. Man darf nicht vergessen, es ist ja auch ein Outdoorer, soll jetzt ja nicht das Multimedia-Phone sein. Wobei ich immer sage, gerade solche Outdoorer hier, die nicht ganz so schnell kaputt gehen und vor allem die eine unglaubliche Akkukapazität daherbringen, die sind eigentlich für Kinder ganz gut geeignet, weil die schmeißen die gerne runter, die zocken aber auch gerne lange. Und da passt so ein Outdoor hier eigentlich ganz gut, zumal die Geräte ja auch gar nicht so teuer sind. Schauen wir uns hier nochmal das Einstellungsmenü an. Ja, da wartet uns jetzt natürlich hier nicht viel, denn es handelt sich ja, wie schon erwähnt, um pures Android. Android 14, da steht es auch nochmal. Sicherheitsstand auf dem 5. April 2024, hängen wir 2 Monate hinterher. Wie immer, die kleinen Hersteller, die liefern hier leider nicht so lange Updates, in der Regel ein Jahr. Benchmarks habe ich diesmal nicht so viele für euch. Habe es jetzt so kurzfristig nicht geschafft, alles durchlaufen zu lassen. Wir haben 965 hier im Single-Core von Geekbench 6 und 2418 im Multicore, sodass ihr die CPU-Leistung hier schon mal ein bisschen einschätzen könnt. Hier die Lese- und Schreibwerte des internen Speichers. Ich muss sagen, die sind vernünftig, aber es ist auch UFS 3.1. Das ist schon recht schneller. Speicher harmoniert ja auch ganz gut mit den Dimensity 7050 und eben den 16 GB Arbeitsspeicher. Also hier, wie schon erwähnt, ne, speichermäßig und auch von der Leistung her sind wir auf jeden Fall gut bedient in dem Preisbereich. Ganz, ganz wichtig hier natürlich, der PC-Mark Battery Life Test gemessen bei 100 Lux fest eingestellten Display mit 50% maximaler Lautstärke. Da läuft der Work 3.0 Performance Test in Endlosschleife, bis der Akku runter ist. 22 Stunden, das ist ein Top-Wert. Spiegelt dann hier auch natürlich die Akkukapazität wieder. Eine 10.000 mAh, das ist ja ungefähr doppelt so viel von einem guten Akku. Ist aber auch nicht so viel, als was wir schon mal in anderen Telefonen gesehen hätten. 22 Stunden, da könnt ihr ungefähr 3 Tage mit dem Gerät arbeiten. Da seid ihr dann halt auch mal bereit für einen Ausflug. Das ist ja ein Outdoorer. Hier müsst ihr nicht ständig nachladen. Kamera blende ich euch mal ein. Hier ist das Ergebnis so ein bisschen durchwachsen. Die 100 Megapixel Hauptkamera, die macht soweit erstmal ganz gute Fotos. Also sichtbare Schärfe ist vernünftig. Wir können auch wieder in voller Auflösung Fotos machen. Das ist ja so nicht voreingestellt. Ist ganz praktisch, wenn man halt reincroppen möchte. Ansonsten sieht man so erstmal keinen Unterschied. Aber die sichtbare Schärfe ist bereits ziemlich gut. Die Abbildungen der Farben sind realistisch. Das bedeutet, Autofokus, der funktioniert. Der automatische Weißabgleich, der leistet auch eine ganz gute Arbeit. Und so bekommt man erstmal aus der Hüfte ganz brauchbare Bilder rum. Dynamikumfang, ja, der ist wieder eher mäßig, erwarten wir in dem Preisbereich, aber auch so. Ist jetzt nicht unbedingt schlecht, der Hauptkamera leistet soweit einen ganz guten Job. Die Makrokamera, der kann ich nicht so viel abgewinnen. 5 Megapixel ist absolut in Ordnung, rein von der Auflösung her, aber wir haben keinen Autofokus, das heißt, wir müssen wieder selbst den Abstand zum Objekt finden. Dann können auch Details abgebildet werden, die man so nicht abbilden könnte, die man teilweise nicht mehr mit dem Auge wahrnehmen kann. Ein Porträtmodus, der gibt es auch. Der leistet soweit einen ganz guten Job, ist jetzt nicht besonders feinfühlig, das bedeutet einzelne Haare, Teile von der Brille, ebenso wirklich kleine Details. Die werden halt auch schon mal ausgeblendet. Insgesamt ist das Ergebnis gut und man kann auch ganz vernünftige Porträts machen, die halbwegs professionell aussehen. Die Videoqualität, ja, wir können hier wirklich sehr hochauflösende Videos machen, eben die erwähnten 4K. Das sieht soweit auch ganz gut aus. Ich hätte mir hier zumindest eine digitale Stabilisierung gewünscht. Die kann man hier leider nicht zuschalten. So müsste man einen Gimbal benutzen oder eben aus einer sehr ruhigen Hand filmen. Dann bekommt man auch gute Videos hin. Die Videoqualität an sich, Farbwiedergabe und sichtbare Schärfe ist gut.
Frontkamera habe ich natürlich auch ein Sample gemacht. Zusammen mit dem Mikrofontest spiele ich euch direkt mal ein. So, machen wir noch einen Test der Frontkamera. 1920x1080, also Full HD. Das ist da ganz in Ordnung. Vorschau sieht ganz gut aus. Stabilisiert ist es nicht. Natürlich ein kleiner Audio-Check. Hallo, ihr Lutscher! So, das war Asphalt und läuft hier natürlich absolut flüssig. Wir können dann eher Genshin Impact testen. Das wäre dann hier eigentlich eher ein realistischer Test. Wir können Multitasking testen, aber ja, ist natürlich ja absolut flott. Ne? Da gibt es natürlich keine Probleme, das ist klar. Da ist das System hier mit unterfordert. Asphalt 9, klar, da müsst ihr dann echt schon Videoschnitt testen oder krassere Games, wirklich um den SoC auszulasten. Habt da ein paar Reserven noch, was das anbelangt. Läuft hier also absolut flüssig. Der Sound, der ist ganz gut, muss ich sagen. Also der kleine Lautsprecher, also das Mono hier, der ist kräftig, so bringt die Töne ganz gut rüber. Er könnte aber lauter sein. So, ich denke mal, damit haben wir alles hier zum Cubot King Kong X. Ich sag mal, das etwas bessere Outdoor-Smartphone, eine absolut vernünftige Laufzeit bei einem noch akzeptablen Gerätegewicht und bei einer noch akzeptablen Gerätestärke. Ihr habt es ja schon gesehen, das Display-Body-Verhältnis ist für einen Outdoorer und für die Akkukapazität eigentlich ziemlich gut. Performance, der Dimensity 7050 leistet halt ein bisschen mehr als die üblichen Ergebnisse, die uns der G99 liefert, den wir normalerweise im Moment so verbaut haben, den Preisbereich bei Outdoor-Smartphones. 16 GB Arbeitsspeicher ist absolut insane. Freunde, ich denke mal, das ist indiskutabel. Viel mehr gibt es auch allgemein nicht am Markt. Ich weiß nicht, was es krasseste ist, was ich bisher gesehen hatte. Ich glaube, das waren 18 GB. Wobei gerade der Battle natürlich irgendwann absolut sinnlos wird, Freunde, denn noch mehr Arbeitsspeicher bringt nicht gleichzeitig noch bessere User Experience. Das ist alles irgendwo limitiert und immer davon abhängig, was ihr mit dem Gerät macht, denn Arbeitsspeicher bedingt letztendlich die Multitasking-Fähigkeit des Smartphones und wenn ihr bloß immer zwischen TikTok und YouTube hin und her switcht, dann bringen euch die 16 GB gar nichts, aber zukunftssicher Summit auf jeden Fall. Android 14 sind also auch softwareseitig ganz gut dabei, auch mit aktuellen Sicherheitsstand. Ich komme jetzt mal auf irgendeine Taste. Wir haben natürlich das zweite Display auf der Rückseite, was echt sexy ist, was wir uns individualisieren können. Wir haben außerdem noch die zweite Taste, eine frei belegbare. Ist alles nichts Neues. Das Cubot King Kong X hat natürlich weder das Smartphone noch den Outdoorer neu erfunden, aber es ist ganz gut gemacht, ist gut verarbeitet, kommt mit einigen Features daher und einem vernünftigen Datenblatt. Schöne Mittelklasse, Freunde, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Cubot veranstaltet außerdem ein Giveaway, könnt ihr mitmachen, wenn ihr lustig seid, gibt es was zu gewinnen. Und wie erwähnt, ne, es gibt diesen Aktionszeitraum. Wenn man es dafür 199 Euro kriegen könnte, das wäre dann wirklich schon sehr, sehr günstig, wenn er denn einen Outdoorer sucht. Freunde, ich danke euch immer fürs Zuschauen. Hat euch das Video gefallen? Einen Daumen nach oben, einen Kommentar und ein Abo, falls ihr neu hier seid, um meinen Kanal zu supporten. Dafür wäre ich sehr dankbar. Bis zum nächsten Video. Ciao.